Ja, bei mir ist der Christian Weber, Trainer vom EHC Basel. Christian Weber, Ihr Fazit zum heutigen Abend? Ja, es war ein Spiegelbild zu den letzten drei Spielen, die wir gespielt haben. Wir haben viele Schüsse, wir haben viele Chancen, wir machen kein Goal. Es hat eine Zeit lang nicht so gut ausgesehen. Wir haben dann noch 4 Minuten über. In Unterzahl müssen spielen, machen dort dann den Shorthander und das hat dann gerade nochmal Luft gegeben. Über 60 Minuten, denke ich, haben wir mehr Chancen als Chur, aber es hat ganz so gut auch können anders aussehen. Haben Sie so ein enges Spiel erwartet heute Abend hier in Chur? Ja, das habe ich erwartet, weil wir durch die drei Niederlagen, die wir hatten, spielen wir sicher nicht mit unglaublich viel Selbstvertrauen. Es ist alles über den Kampf gegangen und da kann ich der Mannschaft nur ein Kompliment machen. Sie haben 60 Minuten wieder gekämpft, sie haben heute hervorragend Boxplay gespielt. Powerplay haben wir heute auch das erste Goal gemacht und das war der Unterschied heute. Ein Shorthander-Goal, ein Powerplay-Goal und der Haller hat gut gehabt. Es sind jetzt 4 Spiele gespielt in der MySports League, auch Sie mit dem EHC Basel. Wie ist Ihr Eindruck von dieser neuen Liga für Sie? Ja, ich bin recht überrascht. Das Niveau ist hoch, es hat sehr, sehr gute Spieler in jeder Mannschaft drin. Und ich habe jetzt einfach gesehen, dass jedes Spiel ist hart umkämpft, jede Mannschaft kann jeden schlagen. Und das ist auch sehr interessant in dieser Liga. Was sind Ihre Ziele mit dem EHC Basel diese Saison? Ja gut, wir wollen nach der Qualifikation unter den ersten 4 sein, dass wir mit einem Playoff-Heimspiel anfangen können. Und dann geht es los natürlich, wenn wir die erste Playoff-Runde gewinnen und immer weiter, oder? Das ist eigentlich das Ziel. Okay, dann wünschen wir gute Heimreise und bis zum nächsten Spiel. Merci vielmals. Danke.